mein Gott, wir haben es geschafft und damit hallo und herzlich willkommen zu Farm Together 2. Wie ihr oben seht, wir haben ganz knapp noch geschafft, die zwei Melonenfelder hier nochmal neu zu setzen. Und mit knapp meine ich wirklich ganz, ganz knapp, weil ich da gerade so gemütlich rübergefahren bin und gedacht habe, ach, hier stehen ja noch Melonen. Und dann gedacht, noch den Epi angeschrien habe, in Anführungszeichen. Du hast mir nicht gesagt, dass ich mich um die Melonen kümmern muss. Er hat mich nicht dran erinnert. Ja, so ist er, der Epi. Aber so lieben wir ihn. Ha. Ja. Also, ich würde dich auch lieben, wenn du mich an sowas erinnern würdest. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ne? Das wäre natürlich noch ein Pluspunkt. Gerade so, ne? Gerade so. Warte mal, ich guck mal, ob ich die Auberginen vielleicht noch mal ein bisschen... Naja, gut, so viel schneller werden die, glaube ich, jetzt gerade nicht. Obwohl doch, oh, fast eine halbe Stunde, glaube ich, war das jetzt. Die Sau, jetzt ist er wieder hinter meinen Rücken am Roggenfeld dran. Nimmt mir hier die ganze Freude. Ah, Moment, ich habe hier links auch noch eins. Hahaha. Ha, ha. Nein, die sind nicht fertig. Ja, die haben die auch schon abgefahren. Nee, die sind in 4 Minuten erst fertig. Ach so. Ich mache aber jetzt das erste Mal die Clowns. Wieso hat der. Hä, wieso sind die nicht größer geworden? Ach so, der hat jetzt nur 2 da rausgeholt. Ja, gut, okay. Das ist jetzt natürlich. Wir haben die jetzt im Nachhinein. Der Epi hat mich eben veräppelt. Leider habe ich das alles nicht aufgenommen. Das war jetzt wirklich sehr, sehr schade, weil dann hättet ihr mal sehen können, wie der so immer zu mir ist. Ich bin hier so schön. Kann ich hier. Nee, kann ich noch nicht. Ich bin hier so schön Sachen. Am Neupflanzen. Also eigentlich müssten wir dauerhaft Geld dadurch kriegen. Und die, ach so, die nicht am Neupflanzen. Ich habe die Blumen abgeerntet. Und dann, jedes Mal, wenn ich ein Stückchen Blumen abgeerntet habe, ging der Betrag von unserem Geld runter. Ich habe gedacht, das wäre ein Bug. Bis er dann so dümmlich anfing zu lachen und ich dann verstanden habe, dass der nebenbei die Clownsfische am Setzen war. So ist der Epi zu mir. Das sind Real-Life-Stories, die wir jetzt hier rausbringen. Warum hast du leider so? Was? Die Apfelbäume, die anderen müssen noch setzen hier, diese Grandäpfel da. Die, wo ich 2 von stehen habe, meinst du? Ja, ja. Ja, ja, wir hatten ja kein Geld. Das ist ja jetzt nur gewesen, damit wir zumindest ein bisschen abfarmen können. Also, und wenn es immer nur eins ist, weil ihr kein Geld habt, setzt es hin und farmt es ab. Also das wirklich so als Tipp von mir. Weil so, das ist natürlich langsamer dann, aber so levelt ihr kontinuierlich, langsam ja, aber auch kontinuierlich, diese Bäumchen. Und damit levelt ihr dann auch andere Bäumchen frei. Also, hallo? Mr. Epi? Ich würde gerne hupen, aber ich kann in diesem Spiel leider nicht hupen. Sind wir wie. Aber du hast schon so ein bisschen Knick in der Optik, ne? So wie du die jetzt hier hingestellt hast. Nein. Ja, das Problem ist nur das Abernten. Die sind nicht immer gleich fertig. Sonst hätte ich gesagt, machen wir einmal so eine Reihe nach oben. Wir hätten die vielleicht hier hinstellen sollen. Hier ist auch noch sehr viel frei. Oh, wir haben schon wieder. Boah, ich weiß nicht, wie viele. Möhrenfeld, also Karottenfelder, wir hier eigentlich haben. Achso, Moment. Jetzt haben wir den japanischen Kirschbaum noch dazu bekommen. Pass auf, den stelle ich hier auch mal. Aber den stelle ich einzeln hin, weil wir da jetzt tatsächlich nicht viel von haben. Also nicht viel Geld für haben. So, können wir die nämlich auch mal mit ein bisschen abfarmen. Es ist halt, im Moment haben wir es nicht so. Im Moment müssen wir ein bisschen darauf warten, dass die Sachen, die halt wirklich viel bringen, dass man die tatsächlich abernten kann. Privat ist das natürlich einfacher, weil da kann man dann sagen, naja gut, dann esse ich jetzt halt was, komme ich in einer halben Stunde nochmal wieder oder so. Ne? Aber wenn man dann sowas am Aufnehmen ist für ein Let's Play, dann zieht man das natürlich hintereinander weg durch. Und dann hat man halt das Problem, man hat halt nicht die Zeit dazwischen. Es sei denn, wir sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Cut, bis Jahreszeit zu Ende ist oder so. Wir sind schon wieder komplett voll. Ich könnte hier so reinreiern gerade. Ja. Ey, also das mit dem, ich weiß auch gar nicht, oh Gott, hier haben wir nur 200, ui, okay, okay. Ich ja, vergleiche es nicht. Ich vergleiche es nicht mit meinem Privat. Weil wir das, wo wir am meisten von haben, Salat, das müssten wir mal aufleveln, diesen Bereich, damit das mehr hat, damit wir mehr verkaufen können. Der Epi hat es endlich auf Level 31,5, hat er das System verstanden. Boah, ey.
Ich habe dir das so oft gesagt, wir müssen Weizen aufleveln, Blumen aufleveln, weil die werden Blumen wir natürlich... Blumen ist aber Mist, weil wir haben zu wenig. Ja, aber die werden wir mit der Zeit richtig hoch kriegen, ja, aber die kann damit man dann wir Geld aufleveln. Machen. Ne? Ja, ich sag dir nur, was wir insgesamt aufleveln müssen, nicht was wir jetzt aufleveln müssen. Weizen auf jeden Fall, weil dadurch machen wir nämlich auch Geld. Das heißt, das werden wir oft abernten und größere Felder haben. Salat und dieses, ja, wie soll ich das beschreiben? Dieses, das allererste Symbol, was so ein bisschen pervers aussieht irgendwie. Dieses Auberginensymbol. So, ich kam nicht drauf. Das auf jeden Fall auch aufleveln, weil das ist irgendwie jedes zweite, was die hier abernt. Das habe ich so das Gefühl. Weil das ist nämlich ständig voll. Wir haben, wir haben doch Zucchini. Oh, warte mal, Gurke haben wir nicht, ne? Die müssten wir noch bauen. So, zumindest ein bisschen was damit anfangen und dann von mir aus später vergrößern. Hier, ja, Gurke haben wir noch gar keine. Sind aber auch, glaube ich, nicht so billig. Ja, 1000, naja, ich setze mal ein Feld. So, 11 Minuten. Würden wir, wenn wir nicht nochmal verkürzen können, in dieser Jahreszeit nicht mehr hinkriegen. Was wir immer machen können, sind Kartoffeln. Das ist sehr schön. Ihr könnt auch ganze Kartoffelfelder machen, ne? Also, ihr könnt das natürlich so spielen, wie ihr das möchtet. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr alles regelmäßig mal setzt und abpflanzt. Also nicht nur wegen... wieso ist das jetzt weg? Nicht nur wegen den Quests, sondern auch, damit ihr halt die anderen Sachen durch das Leveln des Obst und Gemüses und so weiter dann wieder neuere Varianten davon dann freischaltet. Die wiederum zwar natürlich teurer sind, aber natürlich auch wieder mehr Geld letztendlich bringen. Also zum Beispiel bei den Kartoffeln, da fängt das an mit den normalen Kartoffeln, dann geht es weiter mit den Heiderot-Kartoffeln und dann geht es weiter mit den Vitelotte-Kartoffeln. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die violette Kartoffeln schreiben wollten oder ob es die wirklich gibt. Also, dass es eine Sorte gibt, die Vitelotte heißt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Kartoffelbauer. Obwohl ich schon Kartoffeln angepflanzt habe auf dem Balkon und ich muss sagen, die waren sehr, sehr lecker, aber im Vergleich auch um einiges kleiner, muss man auch dazu sagen. Aber ich meine, das ist logisch, wenn du jetzt nicht so ein Feld hast, das so unendlich tief geht, ne? Also, naja, unendlich tief. Du weißt, was ich meine. Bist du überhaupt noch da? Ja, so gerade. Das ist, bei ihm, bei dem Epi, da muss man zwischendurch mal nachfragen, weil man weiß nicht, ist er schon eingeschlafen, weil ich zu viel gesprochen habe? Das kann auch passieren. Ja. Und man muss immer aufpassen, wenn man mit ihm spricht, dass man nicht dieses oder ja genau hört, weil dann weiß man fast zu 100%, er hat gar nicht zugehört. Er will nur, dass man denkt, dass er zugehört hat. Hallo, ja, hallo. Was machst du denn hier drin? Hi. Hast du wieder dich ausgeruht? Nein, ich habe gerade alles neu gemacht. Ich habe dich zum ersten Mal bei uns im Haus gesehen. Jetzt folge ich dir. Du hast ja noch niemals ein Bett da reingemacht in das Haus. Warte mal, Robben, haben wir... Ja, Robben, das ist gut. Das wir hier neu machen müssen. So. Hast du nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Bett machen kann. Warte mal. Deko. Also, wir haben jetzt Brücken freigeschaltet. Oh, cool. Ich habe ehrlich gesagt privat gar nicht angeguckt, was ich alles so habe. Es gibt was Neues seit heute, Update heute. Oder war das Update gestern? Nee, Update gestern, glaube ich. Ein Picknicktisch. Ja. Der ist auch ziemlich cool. Ah, komm, die 15, die gönnen wir uns. Ne, Schatz? Die gönnen wir uns mal. Nein. Da können wir den Schweinen... Achso, die Schweine sind auf der anderen Seite. Warte mal eben. Bei schweinerischen Sachen zu gucken, wa? Wer werden wir essen? Das ist ja richtig toll. das ist jetzt... Nee, das müssen wir ein bisschen... Ich mach das hier mal... Das ist ja so komisch. Keine Ahnung, was sie dabei gedacht haben, wie sie das hier aufgebaut haben. Aber Hühnerstall finde ich übrigens auch ganz süß. So, ich will jetzt hier nur nicht die ganze Deko. So, Schatz, komm mal her. Nee, ich kann gerade nicht. Zum Zuhause. Ach, da hinten trödelt er schon wieder rum. Komm mal her. Ich habe einen Tisch gedeckt. Es gibt lauter ungesunde Sachen. Kaffee und Butterhörnchen. Setz dich mal hier ran. Warte, ich mach den Fotomodus an. Dann können wir hier ganz toll
Mit Enter war das, ne? Können wir ja ganz toll so Bilder machen. Mit und ohne Hühner im Hintergrund. Da kann man auch so ein bisschen den Tisch noch so sehen. Leider kann man das nicht, oder? Kann man das? Doch, man kann es ein bisschen... Ah, ja. War das mit Q runter? Ja. Und dann so ein bisschen... Oh, kann man das auch noch irgendwie hoch machen mit E? So. Und dann so ein bisschen mit den Hühnern im Hintergrund. Ja. Schatz, erzähl doch mal von deinem Tag, während die Hühner im Hintergrund am Scheißen und am Kackern. Ich musste so viel arbeiten und die Gameplayerin hat nichts gemacht. Die hat hier nur gesessen und gefrühstückt. Das ist aber eine böse Gameplayerin. Die hätte ich direkt schon gekündigt und rausgeworfen. Ja, ich versuche die aus der Farm zu ekeln. Mal gucken, ob ich das schaffe. Weißt du eigentlich, dass du einen Herzchenkaffee hast? Also ich glaube, das ist gar kein Kaffee. Das ist so, guck mal auf den potenziellen Kaffee. Ich glaube, das ist so ein Latte Macchiato oder sowas. Da steht auch schon der Löffel drin. Ja. Mit einem Herzchen drauf. Habe ich extra nur aber für dich. Aber du hast das Hörnchen. Ich hätte da auch lieber das Hörnchen. Ja, du kannst das Hörnchen haben. Ich mag eh keine Hörnchen. Wenn du mir jetzt frisches Obst geben würdest, das wäre mir viel lieber. Die Marmelade würde ich auch noch essen, aber nur, wenn die selbst gemacht ist. Nicht, wenn die so total überzuckert ist. Das mag ich auch nicht. Aber, und das ist ja auch irgendwie Zucker in Anführungszeichen, also Süßung, wenn du so willst. Honig könntest du mir geben. Der schmeckt doch recht lecker, muss ich sagen. Mhm. Aber meinst du, wir sollten uns so langsam wieder daran machen, so ein bisschen was zu machen? Weil das ist... Machen wir. Ja? Ah, da, warte, ich komme hier nicht raus. Wieso komme ich hier... Ach so, weil ich im Fotomodus bin. Sag mir das doch. Okay. Wir sind im Fotomodus. Ja, super, wir machen weiter. Ja. Ich gehe jetzt weg. Ja. Also nein, das nicht, dass du weggehst, sondern... Ja. Oh, 30 Sekunden, warte mal, dann kann ich ja hier den Mais noch machen. Lalala. Soll ich in der Zeit 20 Sekunden noch was singen? Aber, warte, dann sind die Leute nicht. Alle... Ich wollte nach, aber grad... Ja, dann schalten die Leute alle nach 10 Minuten wieder aus. Ich glaube, das wäre dann nicht so... Ich gehe mal in die Stadt so lange. Hör ich das auch nicht. Na, danke. Vielen Dank. ich muss mal eben kurz was nachgucken, aber dazu muss ich mal eben das Bild verlassen. Es wird weiter aufgenommen, aber ihr habt für einen ganz kleinen Moment keinen Ton, nehme ich mal an. Ich wollte nämlich mal eben ganz schnell jemanden grüßen. Ich habe aber den Namen jetzt gerade wieder vergessen, deswegen muss ich mal kurz nachgucken. Und finde den Namen nicht, weil die offline ist. Und ich kann sie auch nicht raussuchen, weil ich hier nicht sortieren kann in diesen Kuddelmuddel von Steam. Also ihr habt immer noch keinen Ton und ihr wisst aber, warum ihr noch keinen Ton habt. Der Epi kann ja mal was singen, dann kann er euch noch ein bisschen bespaßen. Nein, in der nicht. Zeit. Ich suche immer noch diesen... Ach, da ist der Gemüsehändler. Ich könnte jetzt in einem anderen reingucken. Hm? Nein. Aber ich hab's... Ich find's nicht. Ich find's wirklich nicht. Das ist eine Sauerei, weil ich kann hier nämlich nicht weiter nachgucken, weil ich schon die ganze Liste durchgeguckt habe und wahrscheinlich zu schnell durchgeguckt habe. Und ja. Es tut mir wirklich leid, aber ich komme zurück und kann direkt den Mais wieder machen. Und ich werde den Namen dann unten einblenden. Schöne Grüße an dich. Ich habe irgendwie nur deinen Namen verschwitzt. Ich konnte nicht. Die ist auswendig. Halt und vergesslich. Ja. Aber schöne Grüße an dich. Ich werde den Namen hier unten eingeblendet haben. Oder jetzt nochmal einblenden. Oder vielleicht auch die ganze Zeit über einblenden, bis ich mit dem Thema durch bin. Muss ich mal schauen. Und wenn ich total vergesslich bin, dann mache ich das irgendwie anders. Das könnte mir auch noch passieren. Ich habe das einmal ganz früher, also in einem meiner ersten Videos, habe ich gesagt... Ich blende euch das jetzt hier mal ein. Das war irgendwie, ich weiß nicht, ein Code oder irgendwas, keine Ahnung. Also irgendwas, was ich nicht mehr auswendig wusste. Und habe dann so eine kleine Pause gelassen und habe das so schön alles halt angesagt und habe vergessen, das einzublenden. Nee. Es war ein tolles Video. Doch. Das war Weizen, das können wir noch nicht. Ah, warte mal. Nee. Wieso steht hier Weizen drauf? Den müssen wir doch Roggen reinmachen. Wir bauen... Warum machst du das? Oder war das jetzt... Das war unser Weizenfeld, das hast du jetzt kaputt gemacht. Ja, dann machen wir das so. Ihr habt nichts gemacht, böser Ewig. Ja, hab ich gesehen. Alle haben es gesehen. Nein, ich schneide das raus. Ich habe die Macht des Bauernhofs. Die fängt schon wieder rum hier.
Oh Gott. Das ist der Grund, warum sie übrigens nicht streamt, weil da kann sie das nicht rausschneiden. Da kriegen das alle. Ja, in der Tat wollte ich tatsächlich streamen, aber da ich die letzten Wochen so mit so einer Schniefnase hier gesessen habe und das auch optisch nicht ganz so toll ausgesehen, ne, habe ich mir gedacht, das erspare ich den Leuten lieber erstmal. Weil wenn ich das. Das ist wie wenn ich Migräne habe. Ich würde da eventuell, je nachdem wie stark die Migräne ist, eventuell auch streamen. Aber ich brauche dann immer meine Kühlakkus auf dem Kopf. Und wenn ich dann so streamen würde, du weißt, wie ich aussehe. Er sagt immer, ich bin dann Lord Helmchen. Ich weiß auch nicht, ob das nett gemeint ist, wenn er das sagt. Wollte ich jetzt nur mal, weil der mobbt mich immer. Ja. Nein. Aber nicht so mobbmäßig wie heißt sie nochmal? Annie the Duck oder so, sondern so spaßmobbmäßig. Hm. Kann man das so sagen? Spaßmobbmäßig. Also so, dass beide Seiten wissen, wie es gemeint ist. Sagen wir es mal so. Oh, unsere Dings sind fertig. Haben wir? Können wir? Ja, wir können. Wie heißen die Dinger denn jetzt? Karotten. So, wir können wieder Karotten. Mach doch mal die Karotten. Oh, ich habe vergessen, dass es unten links steht, wenn ich hier drüber fahre. Aber ist okay. Ich habe nur den Namen vergessen. Aber es steht unten drin. Und Klein-Gameplayerin ist wieder zu doof, um das zu lesen. So. Die können wir, glaube ich. Ah, warte mal eben. Nee, die können wir nicht setzen. Na, okay. Dann mache ich das erstmal. Vielleicht können wir den nächsten Monat setzen. Das könnte sein. Warst du jetzt in der Stadt? Hast du noch mal was verkauft? Ja. Ist schon wieder alles voll. Salat auch schon wieder voll. Auch noch mal gucken. Neben dir das Feld, das ist Quest. Ich weiß, das ist. Ach so, das sind die einen. Dran. Ja, ja, ich sehe schon. Das sind nächste die. Das Saison. Kommt jetzt in ein paar Sekunden. Ich gehe noch mal gucken hier. Boah, bei mir habe ich die Blumen immer voll, ne? Und hier komme ich rein und hier ist gar nichts. Ich kann noch nicht mal verkaufen, weil wir immer ein paar übrig bleiben. Ich war schon zweimal in der Stadt und habe noch niemals Blumen verkauft, aber. So wenig haben, habe ich mir gedacht, verkaufst du mal keine. Ja, und du hast mich noch so doof angemacht, dass ich nicht so viele Blumen aufstellen soll. Was haben wir jetzt davon? Ja. Vielleicht kriegen wir aber wieder neue Quests. Oh, Salat. Nein, ich wollte den Rest noch. Also Salat kannst du wieder machen, ohne dass es voll ist. Nein, wir brauchen Rotlachs. Hier hat es abgeschlossen. Hier hat. Was brauchen wir? Rotlachs. Also Fische. Also Lachs im Sinne von Lachs halt. Und wir haben wieder kein Geld. Das hast du wieder alles verballert. Nein, das Achso, das ist das Lagerhaus. Soll ich das Lagerhaus einmal erhöhen noch? Drei Medaillen. Ich würde sagen, ja, ne? Hallo? Ja, mach. Also, ich finde es jetzt wichtiger, als den Boden zu verändern. Das meine ich jetzt damit. Mhm. Weil, ich meine, ich persönlich finde den Boden zu verändern auch wichtig. Weil dann kann man gerade auch natürlich so kleinere Sachen mal ein bisschen ausgleichen. Können wir eigentlich noch was nur. Ne, können wir nur die beiden. Über die Boutique habe ich ja ein eigenes Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte. Aktuell lohnt es sich wirklich nicht, die Boutique zu kaufen, weil es ist nichts anderes als das, was ihr ändern könnt, wenn ihr im Hauptmenü drin seid. Also sprich einfach nur euch umziehen, so wie es wirklich hier steht, ändere dein Outfit. Deswegen kann ich es euch wirklich nicht empfehlen, aber es kann sein, und dann werde ich natürlich nochmal ein Video hochladen, wenn sich da was tut, dass es vielleicht geplant ist, dass man später auch mal andere Klamotten darüber kaufen kann oder so. Nein, wir haben immer noch keine Milch. Die brauchen auch, glaube ich, noch was, ne? Schatz, die Kühe? Die hat das so geguckt. Ich glaube, die brauchen noch bis nach der nächsten Aufnahme oder sowas, hat sie gesagt, oder? Mhm. Andere Seite ist noch eine Quest. Können wir da nochmal probieren? Das finde ich auch doof. Die Kühe sind heute... Nee, die sind gestern reingekommen. Und seit gestern kriege ich schon Quests damit, dass ich Milch eintauschen soll. Wenn die aber so lange brauchen, bis die mal einmal Milch geben, wie soll ich denn da sowas machen? Also das finde ich ein bisschen blöd. Da hätten sie die Quest vielleicht zwei Tage danach oder so. Nee, das will ich nicht. Ich will doch nicht mein Geld hier ausgeben. Vielleicht dann zwei Tage später starten sollen mit der Milch. Obwohl andererseits, ich glaube, die hatten sie ja vorher auch schon, ne?
dass du gegen Milch eintauschen kannst. Und dann stand ich auch immer da und hab gedacht, ich hab doch keine Milch. Ab 33 ist erst das nächste Bild. Haben die das geändert oder habe ich das so schnell gelevelt privat? Ja, du hast das so schnell gelevelt. Du hast doch da Tag und Nacht drin gewesen. Nein, nur so. Die erste Woche. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe das deswegen in erster Linie exzessiv gemacht. Also immer dann, wenn ich halt konnte, sage ich mal. Weil ich natürlich auch schnell viel freischalten wollte, um auch zu zeigen, was man alles hat und was man nicht hat. Muss ich auch dazu sagen. Also ich habe natürlich auch für mich ein bisschen natürlich auch. Aber in erster Linie habe ich da tatsächlich erst dran gedacht, dass ich das halt gerne zeigen möchte. Und dementsprechend muss es halt hochgelevelt haben, weil sonst kannst du ja nichts zeigen, weil halt nichts freigeschaltet ist. Ne? Mhm. Deswegen, da kam... Oh, wir haben ein paar Blumen. Da! Wir haben eine neue Apfelrose. Wir haben eine neue Stufe der Apfelrose. Ja, aber wir müssen die Fische auch machen, sonst kommen wir der Quest nicht weiter. Hallo, ich habe die abgeerntet. Ich habe da doch kein Geld drin investiert. Du kriegst gar nichts mit. Ich sag, wir haben eine neue Stufe der Apfelrose. Ja, das ist toll, dass wir gerade Geld dazu bekommen haben, aber wir müssen die Fische machen. Wir müssen die Fische machen. Ich bin ja aber gerade die Bäume am Abernten. Ich kann jetzt gerade keine Fische machen. Ja, aber hast du nicht gesagt, wir haben jetzt 10 davon? Schreibt mir auch übrigens gerne mal in die Kommentare, wo ihr lieber einen Stream angucken würdet. Also speziell jetzt auf Farm, aber eigentlich auch generell, ob ihr lieber über Twitch guckt oder ob ihr lieber über YouTube gucken würdet. Ich persönlich neige eigentlich eher so ein bisschen oder tendiere halt eher so ein bisschen dazu, über YouTube zu streamen, was aber den Hauptgrund, sage ich jetzt mal, hat, dass das dann alles auf einem Kanal ist. Weil YouTube speichert die ja auch automatisch, das finde ich sehr, sehr positiv. Bei Twitch musst du erstens, wenn du Prime hast, geht das nur, dass du diese 30 Tage hast, wo du das drin haben kannst, ne? Bevor das da gelöscht wird. Das habe ich ja, das wäre nicht das Problem. Aber da musst du halt extra entweder das Ganze speichern, damit du das dann halt eben noch online hast, dass man das später noch angucken kann. Oder halt eben Ausschnitte machen. Und über YouTube hast du natürlich den Vorteil, dass der das erstens generell speichert. Also der fragt, glaube ich, gar nicht. Der macht das automatisch, meine ich. Oder du musst ein Häkchen dran machen, das kann auch sein. Und ich sag mal, YouTube ist ja nun mal meine Plattform Nummer 1. Also wäre es eigentlich auch sinnvoll, hier zu streamen. Auf der anderen Seite denke ich mir, es kann natürlich sein, dass von euch auch einige oder viele vielleicht lieber auf Twitch gucken gehen. Deswegen, also es würde mich mal interessieren. Hast du nicht gesagt, du hast eine Kuh dazu gemacht? Hä? Nein. Dann hast du es nur bei den Fischen gesagt wahrscheinlich. Ah nee, bei den Schweinen. Hier bei den Schweinen hast du eine dazu gemacht. Ja, und Fische habe ich... Pass auf, dann mache ich auch noch eine Kuh dazu, würde ich sagen. Dann haben wir da auch 10, wenn wir da mal was abfarmen müssen. Sieht zwar da ein bisschen doof aus. Klopp. So. Aber dann haben wir das halt... Ich meine, jetzt ist es ein bisschen ungerade, wenn wir jetzt gerade sofort was abernten müssten. Aber das war Zucchini, das kann ich setzen. Ich dachte gerade, du hast meine Gurke weggemacht. Hast du da noch einen Streifen ran gemacht oder war das schon? Nein, daneben habe ich die Paprika jetzt gemacht, weil die waren hier oben auf dem einen Feld. Da will ich aber die Kartoffeln nur haben, das ist doof so. Ach so, da diese Seite. Ja, ja, das finde ich auch immer so blöd. Ja, die Gurken mache ich jetzt mal nicht, die waren nämlich sehr teuer. Da haben wir jetzt die können wir gar nicht machen, glaube ich. Die haben, das ist nicht die Zeit, oder? Ja, das kommt dann auch eventuell nochmal dazu. Aber so in erster Linie wollte ich die dann trotzdem auch nicht machen. Warte mal, die Blumen kann man nicht schon abernten? Die sehen mir so... Nee, noch nicht. Das sind, glaube ich, die Tulpen hier. Da hat sich auch so ein bisschen was verschoben, ist mir aufgefallen. Weil, das kann ich euch jetzt leider nicht so zeigen, weil wir das noch nicht so freigelevelt haben. Die Tulpen waren ja früher das, also die Nummer 1 von den Blumen, die man haben sollte, die zwar teuer sind, aber die man haben sollte, um wirklich gut Geld zu machen. Und natürlich die Gerberas. Nachteil von den Gerberas war schon immer, man kann die nur einmal in der Woche abernten. Aber die haben unheimlich viele XP gebracht.
Also ich habe es immer so gemacht, ich habe ein großes Feld gemacht, das man dann einmal die Woche halt eben abgeerntet hat, so als Zusatzbooster sozusagen, ne, von den XP. Und die Tulpen, also gerade die schwarzen Tulpen, haben unheimlich viel gebracht. Zwar auch nur alle zwei Tage, aber die haben unheimlich viel gebracht. Ey, wie hast du das hier bewässert? Hä? Ich kann die eine Hälfte, also Hälfte von drei Reihen ist natürlich blöd gesagt, die kann ich gar nicht bewässern hier vor den Kürbissen, weil die rot angezeigt wird. Hä, nee, da geht's... Hä? Da sind keine Kürbisse drauf. Aber nur hier unten. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Egal, ich lasse die jetzt einfach mal so. Ja, und jetzt ist es aktuell so, ich glaube, es waren die Nelken, die tatsächlich die meisten XP bringen. Dann auch wieder natürlich, je höher ausgelevelt, umso mehr XP bringen die. Und da sollte die auf jeden Fall ein bisschen was, so ein Streifen oder sowas, auf jeden Fall auf der Farm drauf haben, wenn ihr das Ganze soweit freigelevelt habt. Also da kann ich nur sagen, ich habe... Oh, ich habe kein Benzin mehr. Da kann ich nur sagen, ich habe kein Benzin mehr. Ich habe oben mehrere Streifen, also mehrere Felder. Jetzt bin ich am Überlegen. Das sind, glaube ich, drei nach links. Dann habe ich vier von diesen Feldern hier. Habe ich voll mit Blumen. Den Anfang, also die ersten ein oder zwei in Zweierreihen nach unten. Also so zwei Felder. Und ansonsten jeweils nur ein Feld voll. Und das gibt mehrmals am Tag so viel Geld. Natürlich, man muss sich das dann so ein bisschen, ne, absparen, dass man das dann auch immer wieder zwischendurch halt da hinsetzen kann. Aber es lohnt sich wirklich. Also die Mohnblumen beispielsweise, die kommen auch sehr schnell. Also davon sollten wir tatsächlich... Nee, Mohnblumen oder Rosen? Moment. Nee, die Mohnblumen haben wir noch nicht. Nee. Aber die Rosen, die kommen aber auch recht schnell. Wir haben da jetzt 27 Stück von, aber die kommen jede Stunde... Okay, der Ertrag ist jetzt hier noch nicht so viel. Warum ist der Ertrag hier noch nicht so viel? Das hier... Das könnte... Das ist aber eine andere Rose, glaube ich, oder? Das... Nee, das sind die Nelken. Das hier, das sind, glaube ich, die Mohnblumen. Die kommen ab dem nächsten Level, schalten wir die frei. Mhm. Da sollten wir mal gucken, dass wir von denen auf jeden Fall welche machen. Weil auch gerade die Erweiterungen, die bringen auch recht gut XP und sind nicht ganz so... Also brauchen nicht ganz so lange. Ich meine, klar, Blumen brauchen halt immer viel, ne? Also Zeit, meine ich jetzt. Also mal, du hast die Paprika. Haben wir noch 7 Minuten? Na, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir die noch mal bewässern können in der Zeit. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Wassermelone. Die können wir auch noch mal neu setzen. Die bringen eigentlich auch... Ja, 24 XP. Ist jetzt nicht so der Burner. Aber die XP haben sich halt alle geändert, ne? Es ist alles was runtergeschraubt. Ich schätze mal, ja, weiß ich nicht, warum macht man sowas? Wegen Performance oder was? Ich weiß nicht, ob das ich auch bin für da, die XP ich bin der Meinung, damit man länger in dem Spiel bleibt. Nein, ich meine, dass man alles was runterschraubt. Also bei Teso, glaube ich, war es jetzt zum Beispiel so. Die haben dann irgendwas runtergeschraubt, aber an einer anderen Stelle haben sie es auch runtergeschraubt. Damit du trotzdem nicht zu lange brauchst, um zu leveln, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Dass du insgesamt, ich weiß nicht, ohne jetzt das Beispiel zu wissen, ist es jetzt blöd zu erklären. Da haben sie auf jeden Fall damals gesagt, ich meine, es wäre bei Teso gewesen, dass das wegen der Performance gemacht worden ist. Dass halt insgesamt weniger von der Voraussetzung, was auch immer das gewesen ist, da sein muss, weißt du? Um dann trotzdem das Gleiche zu erreichen. Ich weiß nicht, wie ich das sonst noch ausdrücken kann. Wieso machst du die Karotten nicht weiter? Nein, weil ich hier... Ich muss die erstmal verkaufen, weil wir wieder voll sind. Ach so, ja. Ja, da achte ich schon fast gar nicht mehr drauf. Das ist so schnell wieder voll. Aber das ist auch auf meiner großen Farm. Also ich habe da mittlerweile teilweise 790 als Lager. Und trotzdem ist immer alles voll. Also alles natürlich nicht, aber es ist immer voll. Und es nervt einfach, bin ich ganz ehrlich. Ja.
ist kein Gemecker oder sowas übers Spiel. Ich meine, die haben natürlich auch ihre Gründe. Wenn du weniger Lager hast, musst du länger im Spiel bleiben. Oder anders gesagt, brauchst du natürlich mehr Zeit, um zu leveln, weil du halt natürlich weniger Edelsteine kriegst. Ne? Achso, wir haben übrigens wieder 2000. Wir könnten, glaube ich, wieder ein Feld machen, oder? Ich hatte gesagt, rechts oben ist das relativ flach hier. Warte mal, gucken wir mal kurz. Also auf der Übersicht jetzt zumindest, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ah ja, doch, das sieht aber auch, bis auf da links das Ding, das sieht auch recht flach aus und ist schon wieder Wüstengebiet. Und wir kriegen schon wieder Hühner. Ich kann das nicht rauszoomen. Wieso kann ich unten das eigentlich nicht angucken? Das finde ich irgendwie doof gemacht. Weil, wenn ich jetzt auf die Karte gucke, unten, die ganze Reihe, da sehen wir ja gar nicht, was da ist. Da müssten wir, warte mal, ich gucke mal eben auf der anderen Seite. Aber ich meine, dass das auch ein bisschen hügeliger ist. Oder? Nee, hier ist eigentlich... Oh, lass uns diese Seite nehmen. Hier sind noch, noch Blumen. Ja, dann mach doch die Seite. Können wir die überhaupt? Ja, 1800 können wir. Die ist zwar... Da geht's ein Hubbel runter, aber wenn du runter gehst, ist der Rest so ein bisschen ebener. Und da sind beide verschiedene Sorten, die wir schon gesetzt haben, sind hier als Blumen drin. Siehst du das? Mach doch. Mach. Machen wir die. Und ich glaube, so ist das nämlich auch beim letzten Mal gegangen, dass wir dann nämlich gesagt haben, ja, und das machen wir dann beim nächsten Mal, weil das hier noch nicht fertig war und so weiter. Und es sieht schön aus so, aber eigentlich wäre ich dafür, dass wir die sortieren, damit wir die besser abernten können hier. Du kannst mal einen Blick drauf werfen, das ist schön, ne? Aber ja, ich habe meine auch umgeändert, weil ich hatte auch so ein Mischbeet, unheimlich blöd zu bewässern, egal was du da machst, das ist halt immer... Ja, wobei, ja, doch, bewässern, wenn die einen natürlich ja, dann zählen, ist einer die anderen davon, nicht. Ja, ja, naja, das ist schon. Pass auf, ich setze mal eins raus. Jetzt machen wir hier so ein kleines Schiebepuzzlespiel da draus. Warte, da muss ich dich ärgern. Ich muss dann immer eins da. So. So. Das nach oben. Zack. Dann nehmen wir das hier. Nein, ich will nicht löschen, ich will es nur umsetzen. Zack. Und das. Der Epi versperrt mir hier gerade die Sicht. Das gefällt der Gameplayerin nicht. Hm. Der war ganz schön flach. Nein, es hat sich gereimt. Oh, hier ist die Bank. Ich setze mich mal auf die Bank. Fauler Sack, ich wusste, dass nur sitzen wird. Du wirst nichts machen den ganzen Tag. Noch nicht mal dieses Puzzle hier willst du mit mir machen. So, guck mal. Sieht zwar jetzt vielleicht nicht so schön bunt aus, aber es sieht trotzdem schön aus. Also die beiden Farben, die passen schön zusammen. Das muss man ja... Ich habe nur nicht so ganz verstanden, warum die eingezäunt sind. Ist das, damit die Tiere nicht hier hinkommen und das wegfressen können? Genau. Wir können natürlich die Zäune hier wegmachen und zu den Tieren. Eigentlich müssten wir hier die Blumen wegmachen und hier Tiere reinsetzen. Das wäre auch mal eine Idee, ne? Mhm. Aber das ist das, da muss ich sagen, das haben sie sehr gut gemacht. Das war im Alten nicht so, weil du kriegst unheimlich viele Straßen bei jeder Erweiterung, die du holst. Und unheimlich viele, oder also im Vergleich zumindest, unheimlich viele von diesen Zäunen. Also da bin ich sehr begeistert, bin ich ganz ehrlich. Was machen wir denn jetzt hier? Warte, hast du die, die hast du gerade gefüttert, oder? Die Hühner hier? Sehen so ein bisschen schläfrig aus hier. Die schlafen, die sind... Apfelbaum, Zitronenbaum. Warte mal, ich nehme die mal alle mit hier und dann werde ich die drüben mal ein bisschen sortieren. Ja, aber damit das für euch nicht so langweilig ist, während ich das nach drüben verfrachte und das sortiere, würde ich sagen, machen wir hier dann erstmal nochmal einen kleinen Cut. Wir sind sowieso hier gerade mitten im Dunkeln, mitten in der Nacht. Wobei dafür muss ich sagen, finde ich, sieht es schön hell noch aus. Es gibt ja Spiele, wo es dann richtig dunkel wird, wenn es nachts ist. Aber dafür finde ich, das sieht schön aus. Ich meine, man kann nichts sagen. Ja, ich weiß, ich finde dieses Spiel unheimlich toll, deswegen rede ich da auch immer so positiv drüber. Obwohl, ich habe auch schon Sachen, also Kritik ausgeübt. So. Und das sind jetzt die Zitronenbäumchen von hier, ne? Das ist ein bisschen blöd jetzt hier gestellt, ehrlich gesagt. Ich stell die, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Du wolltest eigentlich die Aufnahme beenden. Ja. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe auch schon
Kritik ausgeübt, weil mir mal Sachen nicht gefallen haben. Aber alles in allem, ich denke mal, da stimmst du mir zu, machen die wirklich einen guten Job hier mit dem Spiel. Ich meine, es dauert vielleicht unter Umständen mal ein bisschen länger, bis irgendwas reinkommt. Ich meine, wir haben jetzt auch immer noch kein Salz, kein Honig und nichts, ne? Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das auf jeden Fall noch in irgendeinen der kommenden Updates kommt. Ob es jetzt in den nächsten Tagen oder Monaten ist, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, so extrem lange wird es wohl nicht dauern. Und ja, wir werden das Ganze jetzt noch so ein bisschen abernten und so. Ich meine, im Moment machen wir sowieso immer nur das Gleiche. Deswegen denke ich mal, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu zeigen. Nein, jetzt habe ich den... Ja. Doch, ich habe den richtigen Baum hingestellt. Ich dachte gerade schon. ja, wir gehen ja einmal noch über die Farben drüber, würde ich sagen. Und dann müssen wir sowieso gleich mit der Aufnahme aufhören. Deswegen setze ich noch mal eben die zwei Bäumchen einfach hier ab. So. Und dann kann ich mich nochmal größer machen und mit dem Namen des Epis im Hintergrund, der übrigens GZ Level 50 geworden ist, ne, Spielerlevel, stimmt, wollte ich ja, nur mal erwähnt stimmt. haben. So langsam holst du mich ein. Ich muss mal wieder auf 80 hier hochkommen. Ich glaube, ich muss mal wieder selber farmen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, das Spiel ist auch sehr, sehr gut Steam Deck kompatibel. Es steht nicht drin, aber es ist genau wie im ersten Teil definitiv Steam Deck kompatibel. Wir haben es beide schon drauf gespielt und sind beide sehr begeistert davon. Das wollte ich nur mal eben am Ende erwähnt haben. Ja, und wenn der Epi da hinten so fleißig ist, nutze ich die Zeit, hier einfach mal ein bisschen rumzustehen und mich zu verabschieden. Und genau, um faulenzen. Ja, ja, aber ich mache gleich hier die Bäume weiter. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.